wer von euch war denn auf der Aufstiegsfeier? Wer von euch kennt denn unseren Aufstiegssong? Wir sind die Eintracht. Einen lauten Applaus für The Aspirants! Hat auch lange genug gedauert, oder? Und jetzt seid ihr froh, dass ihr wieder alle hier seid. Bei eurer Braunschweiger! Braunschweiger! Ihr seid bei der Braunschweiger! Wir sehen ja
hat eure Stimme geölt, das ist sehr schön. So, da sind sie. Habt ihr eigentlich schon laut genug geschrieben? Ich habe gar nichts. Hier die Truppe, kommt. Ja, hast du mit den Ohren jetzt, ja? Sollst du Bilder machen und kannst nichts mehr hören. Das ist... Und die Mannschaft hat sich ein wenig verändert, wie wir beim Training eben schon gesehen haben. Wir haben 4 neue Leute dabei. Und wer das ist, das weiß einer am allerbesten. Das ist der Trainer, das ist Thorsten! Moment, so viele Leute wieder beim ersten Trainingsauftakt zu sehen. Das zeigt, dass ihr genauso wie wir auch eine große Vorfreude auf diese große Herausforderung habt. Also daher erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Es war ein richtig toller Empfang. Wir haben es gar nicht anders erwartet. Vielen Dank. Reinkommen. Die Jungs genauso, waren erstmal ein bisschen schüchtern, aber jetzt werden sie langsam wieder auftauen. Aber wir haben ja genügend gefeiert, wir feiern die jetzt auch rum. Ich stelle euch mal wirklich die, ja, ein paar neue Gesichter vor, die uns mit Sicherheit auch bereichern werden, nicht nur menschlich, sondern auch auf dem Platz. Also von daher fange ich mal direkt mit einem an, den ihr ja mit Sicherheit noch kennt, weil er schon mal hier war. Und ja, wir, nachdem wir uns ein bisschen zusammen gesprochen haben, ob er sich vorstellen könnte, wieder bei uns zu spielen, dann hat er eigentlich relativ schnell gesagt, es gab einen Verein, den er mit viel Wehmut verlassen hatte damals, weil wir leider einen Verein hatten, der gesagt hat, er ist ausgeliehen, er muss wieder zurückkommen. Und jetzt konnten wir wieder das erreichen, dass er diesen Weg zu uns zurückgefunden hat, relativ groß. War er damals, heute ist er immer noch so, Thorsten Oehl. Wie machen wir? Sollen die jetzt was sagen noch, die Jungs, Thorsten? Du musst das sagen, einfach ein paar nette Worte jetzt zu den Fans. Ich würde mich freuen, dass du wieder hier bist. Ja, erstmal herzlich willkommen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich freue mich riesig, wieder hier sein zu dürfen, wieder in dem Stadion ja, vor euch spielen zu dürfen und mit der Eintracht mit Sicherheit die ein oder andere Überraschung in der Bundesliga ja, dafür sorgen können. Und wie ich gerade schon gesagt habe, für mich ist es eine große Ehre, wieder das Trikot der Braunschweiger Eintracht tragen zu dürfen und ich freue mich riesig drauf. Danke. Ja, dann, oh, jetzt sitzt lauter. Nee, schon. Dann haben wir heute ja einen Neuzugang euch relativ frisch vorgestellt. Ein Junge, den ich schon seit der U19, als er bei Werder Bremen dort schon auf dem B-Platz sein können, gezeigt hat, seinen Weg verfolge und über den Weg Bremen bzw. nach Österreich, wo er mit Sturm Graz österreichischer Meister geworden ist, über Rostock nach Duisburg hat er dann jetzt. Beziehungsweise haben wir die Gunst der Stunde leider für einen Verein, der jetzt zwangsabsteigen muss, genutzt. Und ja, wir konnten mit dem Timo Berten jetzt jemanden gewinnen. Den wir auch. Wir haben ja eigentlich jedes Jahr stellen wir irgendwelche Felser vor, die wir neu dazu holen. Bei Timo ist es so, dass er mit dem 6. Lebensjahr mit der kompletten Familie nach Bremen gezogen ist. Aber er ist in Kaiserslautern geboren, das macht ihn sehr sympathisch. Ja, ich freue mich auf die Saison und ihr seid einfach klasse. Ich muss sagen, ich hatte Gänsehaut, als ich ins Stadion eingelaufen bin, vorhin beim Training, als ihr meinen Namen gerufen habt. Und ich hoffe, dass ihr noch oft genug den Grund habt, meinen Namen zu schreien im Stadion.
Danke. Schlachten gegen Erzgebirge Aue. Auch jemand, den man schwer loseisen konnte aus dem Erzgebirge, warum auch immer. Aber man hat wirklich viel Überredungskunst in den letzten Jahren haben müssen, um ihn dann mal von Aue wegzubekommen. Aber das spricht für ihn, spricht für seinen Charakter, dass er zu seinem Verein, bei dem er spielt, auch steht und mit Herzblut Fußball spielt. Das wünschen wir uns natürlich auch von ihm, wenn er hier ist, aber davon bin ich überzeugt. Ja, wie gesagt, er hat uns oft wehgetan, er hat oftmals dann genau das Tor geschossen, was wir nicht haben wollen, ob in Aue oder hier zu Hause. Jan Hochscheid. Zu den Erzgebirgern sprechen. Ja, hallo erstmal. In Aue ging das Ganze ohne Mikro, bei 150 Leuten. Aber natürlich bin ich sehr, sehr froh, hier sein zu dürfen. Den Kontakt gab es schon sehr, sehr lange. Und ja, jetzt wollen wir natürlich dann. Jetzt besser? Also, den Kontakt gab es schon länger und jetzt bin ich natürlich sehr froh, endlich hier sein zu dürfen. Und ja, wir wollen natürlich eine super Serie spielen. Und da will ich natürlich mithelfen und die Mannschaft so gut wie möglich unterstützen. Ja, kommen wir vorerst mal heute zum letzten. Das muss ja nicht heißen, dass wir noch den einen oder anderen vorstellen werden, aber wir haben halt heute noch nicht den Weg hierher gefunden. Ja, wir haben jemanden dazu geholt, beziehungsweise relativ auch früh das Gefühl gehabt in den Gesprächen, dass wir jemanden gewinnen können, der seine Spielerfahrung aus der ersten Liga und seine ganze Charakterstärke letztendlich auch hier der Mannschaft weiterbringen kann. Er war in den letzten Jahren immer ein wichtiger Bestandteil bei Mainz 05, jemand, der auch dort immer wieder mit seiner Mannschaft für Überraschungen gesorgt hat. Mainz 05 war auch immer eine Truppe, die sich sehr, sehr viel und hart erarbeiten mussten. Deswegen war das ein ganz wichtiger Punkt, ihn vielleicht für uns gewinnen zu können. Und nach dem einen oder anderen Gespräch auf irgendwelchen Raststätten der deutschen Autobahn, hat er sich dann irgendwann entschlossen zu sagen, ja, ich mache hier einen auf Braunschweig und gehe nicht zu anderen Vereinen, die vielleicht auch Interesse haben, sondern er hat sich hier für was entschieden, bei dem er wusste, dass es eine ganz, ganz große Herausforderung wird. Dem möchte er sich stellen. Und deswegen bin ich froh, dass er hier relativ nah seinem Bruder kommt, der 20 oder 30 Kilometer weiter bei den Rot-Weißen da zum Einsatz kommen wird. Und es macht ihn jetzt natürlich viel sympathischer, dass er dann lieber blau-gelb anzieht. Deswegen machen wir mal mit dem einen anderen Spieler. Ja, hallo erstmal zusammen. Von meiner Seite aus noch ein Glückwunsch zum Aufstieg an euch Fans und an die komplette Mannschaft. Äh,
Und ja, wie der Trainer schon sagte, es ist für mich schön hier zu sein und es ist auch eine riesige Herausforderung für mich und ich denke, das passt auch, denn der Verein denkt ähnlich und der Verein ist auch gefordert und herausgefordert, auch in der Liga Paroli zu bieten und deswegen habe ich mich für Braunschweig entschieden und ich denke, oder ich habe ein positives Gefühl bei der ganzen Sache. Wir haben uns gedacht im Trainerstab, weil wir ja das eine oder andere interne Spiel ja auch mal so Trainingsspiel mitmachen, dass wir auch einen Neuzugang brauchen für uns als Trainerteam, dass wir auch da, wie so oft in den letzten Jahren, immer als Sieger dann vom Platz gehen. Ob im Fußballtennis oder so, im normalen 5 gegen 5 Spiel haben die Jungs eigentlich nie eine Chance. Haben wir trotzdem nochmal einen Neuzugang für uns gebraucht, der uns dann auch nach diesen schweren Spielen wieder auf den richtigen Weg bringt. Ein ganz Bekannter, dem ich oftmals habe den Rücken frei machen müssen, damit er die Tore schießen kann und dann quasi von euch bejubelt wird. Er ist auch da. Patrick Bick ist jetzt neuer Leiter der Physiotherapie. Spiele bekommen, da habe ich mich vehement dagegen gestreut. Er wird, ja, wie gesagt, Leiter der Physiotherapie, in den letzten Jahren sehr viele Ausbildungen dahingehend gemacht, also hat seinen Weg gefunden nach der Karriere und ja, ich bin froh, dass er hierher gekommen ist, über seinen Bartwuchs, wenn man so einen halten, aber trotzdem sympathisch. Ja, hallo. Ja, schön wieder hier zu sein. Mit dem Bartwuchs weiß ich nicht, ob wir da noch ob das zum Diskutieren ist, aber der fünfte Mann im Kreis, den versuche ich zu stellen. Ja, die Füße, die sind nicht mehr so wie früher, aber ich denke, wir kriegen noch. Und krass, was passiert ist in den letzten 4-5 Jahren. Also nochmal Riesenkompliment an die Truppe, ans Trainerteam. Hätte, glaube ich, keiner von uns gedacht. Und vielen Dank. Wichtiges Zeichen für die nächsten Wochen, die noch auf ihn zukommen. Ich glaube, das hat ihm richtig gut getan, im Dom Kumbela, dass er ihn heute nach oder auf seinen ersten Spiel. Letztendlich mit uns aufzusteigen und noch Torschützenkönig der zweiten Liga zu werden. Das wird für mich. Und wenn du da jetzt auch noch an erster Stelle der Torschützenliste stehst, wird dann der nächste Kriegstein Luxusurlaub in den Hafen. Und so als kleiner Ansporn. Ja, ansonsten. Dennis Krupke wird, glaube ich, gebeten, ans Mikrofon zu kommen. Ja, genau. Also ihr habt es ja schon bei unseren Neuzugängen gemerkt. Ich glaube, die Vorfreude heute war riesig und dass wir auch wieder so zahlreich empfangen wurden, ist grandios. Erstmal muss ich natürlich den Neuen sagen oder herzlich willkommen heißen und vor allen Dingen dem ganzen Team für die ganze Saison. Ja, eine verletzungsfreie Saison wünschen und viel Erfolg. Und das gilt natürlich auch mit euch zusammen. Wir wollen ein geiles Jahr haben, wir wollen viel Erfolg haben, wir wollen viele schöne Momente haben, wie es die letzten Jahre auch immer der Fall war. Also von daher, ja, wünschen wir uns eine gute Zeit und ja, das war's. Danke. Ganz großes Dankeschön für euer Erscheinen.
Und vor allen Dingen ein ganz, ganz hohes Dankeschön für die kommende Saison, wenn ihr weiterhin das macht, was wir bisher jetzt immer auch kennengelernt haben, dass er uns extrem unterstützt, auch in schwierigen Momenten, und die werden mit Sicherheit auch kommen, dann werden wir trotzdem sagen können. Also haut rein, danke. So, danke Thorsten. Mannschaft bleibt noch ganz, ganz vorne auf der Bühne, bevor es zu der geht. Ich habe noch was Organisatorisches. Julian Florian Trete, wurde mir gesagt, steht hier vorne und sucht seine Mutter. Julian Florian Trete steht hier vorne beim Orga-Team, und wenn die Mama ihn abholt, ich glaube, dann hat er genauso gute Laune wie die Jungs hier vor dem ersten Spiel gegen den SV Werder Bremen. Es ist hier in Braunschweig gute Sitte, dass die Neuzugänge musikalisch begrüßt werden. Wir haben vielleicht nicht das allergrößte Stadion, aber das lauteste unter Garantie. Und das wollen wir heute schon mal so ein bisschen unter Beweis stellen. Wir teilen uns jeder hier, und ihr wisst jetzt schon, was kommt. Die Neuen genau zuhören, das müsst ihr bald auswendig kennen. Links fängt an und rechts singt hinterher. Und ihr wisst schon was, ne? Sehr schön. Also, für unsere Neuzugänge, für das Team, für den Trainerstab, für den Verein. 1, 2, 3. Und kann den Text jetzt auswendig. Ich weiß, ihr wollt alle, dass die Mannschaft noch ein bisschen dichter rankommt, und wir wollen euch jetzt auch nicht länger warten lassen. Jetzt geht's an die Autogramme. Die Mannschaft hört zu euch. Scheitert.